drittes Heimspiel in der zweiten Handball-Bundesliga für den Wilhelmshaven HV vor 1441 Zuschauern. Als Gegner wartete am Sonntag der HC Empor Rostock. Beim WHV war Adam Weiner nach überstandener Gehirnerschütterung wieder mit dabei und startete gleich zwischen den Pfosten. Markus Burkesch, der am vergangenen Wochenende in Minden gespielt hatte, saß somit zunächst auf der Bank. Ansonsten blieb die Startformation aber unverändert. Oliver Körmann, der am Mittwoch noch das Training abbrechen musste, konnte auch auflaufen und brachte seine Erfahrung in die Offensive der Wilhelmshavener ein. Der WHV blieb bis dato zu Hause ohne Niederlage. Im ersten Heimspiel gab es einen 32:29 Sieg gegen Hagen, danach folgte ein 27:27 Remis gegen Hennstedt-Ulzburg. Die Rostocker haben dagegen bislang auswärts noch keinen Punkt geholt. 3,5 Minuten sind absolviert, aber die Tore fehlen. Doch dann kommt der lange Pass auf Sebastian Maas, der mit dem 1:0 das Toreschießen eröffnete. Die Gäste gingen dann kurzzeitig mit 2:1 in Führung, doch dann faulte Viron Papadopoulos Oliver Körmann und erhielt dafür von Schiedsrichter Frederik Linker eine 2-minütige Auszeit. Der WHV spielte somit in Überzahl und wusste das zu nutzen. René Drexler mit dem 3:2 nach gut 7 Minuten. Wenig später gab es dann nach diesem Foul einen Strafwurf für Rostock. Das ist eine Angelegenheit für René Gruschka. Er gehört ligaweit zu den besten 7-Meter-Schützen und lässt auch Adam Weiner keine Chance. Etwas mehr als 2 Minuten später dann wieder das gleiche Duell, Gruschka gegen Weiner. Diesmal behält Weiner die Oberhand. Es folgte eine starke Phase des WHV. Rostocks Trainer Aaron Zierke reagierte darauf mit einer Auszeit. Die schönsten Tore schießt aber weiterhin der WHV, wie hier Moritz Barkow zum 10:6. Quasi mit der Sirene zur Halbzeit trafen die Gäste dann zum 15:12 Zwischenstand. Der hätte durchaus höher ausfallen können, aber der WHV agierte zu oft in Unterzahl. Ein Heimsieg schien zur Pause aber mehr als wahrscheinlich. Die Rostocker agierten mit einer besonderen Abwehrformation. 2 Mann konzentrierten sich auf die Deckung von Tobias Schwolo und René Drexler. Darauf hatte WHV-Trainer Christian Körmann seine Mannschaft zwar eingestellt, die beiden Außenspieler kamen aber so dennoch nur selten zum Torabschluss. Doch wenn die Schützen vom Dienst verhindert sind, springen beim WHV halt andere Spieler dafür ein. Danach folgte eine Schrecksekunde für den WHV. Adam Weiner bekam einen Ball aufs Kinn und blieb für kurze Zeit benommen am Boden liegen. Für ihn musste nun Markus Burkesch einspringen. Dem Österreicher fehlte an diesem Tag aber oft das nötige Glück. Sein Gegenüber Paul Porath war dagegen bestens aufgelegt und hielt die Rostocker mit zahlreichen Paraden im Spiel. Die Schlussphase wurde so nochmal zu einem echten Krimi. Aus diesem Grund biss auch Adam Weiner die Zähne zusammen und kehrte für die letzten Minuten in den Kasten zurück. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass die Rostocker nun bis auf ein Tor an die Gastgeber herankamen. Die nahmen sich jedoch mit einer Zeitstrafe 2 Minuten vor Schluss die letzten Chancen auf ihre ersten Auswärtspunkte. So blieb es am Ende bei einem knappen 28:27 Sieg für die Hausherren. Großer Jubel über die nächsten 2 Punkte brandete bei den Wilhelmshavenern aber nicht auf. Die ganze Zeit im Griff, hätten wir uns in der ersten Halbzeit höher absetzen müssen, anstatt mit 3 Toren Führung hätten wir mit 4, 5, 6 Toren Führung in der Halbzeit gehen müssen. Gerade ein paar Phasen dabei gehabt, wo wir freie Situationen nicht genutzt haben. Genauso ein paar unglückliche Dinge im Zeitspiel gekriegt haben in der Abwehr, wo wir nicht bis zum Ende konsequent waren. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch eine Schwächephase zum Anfang, sind dann aber wieder gut ins Spiel gekommen, haben mit 3, 4 Toren geführt. Auch wieder die Chance gehabt, sich weiter abzusetzen, nicht genutzt. Und dann hat man es unmöglich am Ende spannend gemacht. Letzten Endes sind wir froh über die 2 Punkte. Haben heute aber kein so gutes und souveränes Spiel abgeliefert wie am letzten Wochenende in Minden. Aber wir haben dafür die 2 Punkte mitgenommen. Und so ist mir dann letzten Endes doch lieber. Ja, ist natürlich immer so, wenn man in einem Spiel, wo man eben kämpft, wo man das Gefühl hat, eben, man hätte auch was mitnehmen können, wo man ein Spiel verliert, ist man natürlich immer ein bisschen down. Ne? Gerade jetzt haben wir noch ein paar Stunden Rückfahrt vor uns. Das ist immer ein blödes Gefühl. Aber gut, das ist der Sport. Ich glaube, letzte Woche war es andersrum, dass wir uns haben so einen Knick nach Hause gefahren, obwohl wir da auch ein Spiel gemacht haben und das Spiel leider verloren. Und ja, wir müssen nur die positiven Sachen einfach mitnehmen und dann im nächsten Spiel unsere Chance versuchen. Leichte Entwarnung gab es nach dem Spiel bei Torhüter Adam Weiner. Es sieht nicht nach einer erneuten Gehirnerschütterung beim Polen aus. Ja, letzte paar Wochen habe ich mit Gehirnerschütterung gekämpft.
Und jetzt habe ich den Ball gegen den Kinn gekriegt und der Muskel hat zugemacht. Ich konnte kaum meinen Kopf bewegen und deswegen musste ich runter, leider. Ich hoffe, geht's gut nächste paar Tage und kann ich wieder trainieren.